Heute darf ich Ihnen die erfreuliche Mitteilung überbringen, dass wir das Schwierigste geschafft haben. Das Schwierige, was im Untergrund ist, ist erledigt. Sie sehen, die Ampelmasten werden gestellt, die Technik ist alles hergestellt. Und Sie sehen hier eine wunderbare neue Decke, auf der man fahren kann. Und zwar ab dem 23. Oktober wird hier alles dem Verkehr wieder freigegeben. In diesem Bereich kann man in beide Richtungen dann fahren. Ich glaube, die ganze Stadt Heidelberg wird aufatmen, dass wir endlich wieder eine Nadelöhr in diesem Stadtgebiet bewältigt haben und es wieder läuft.